Wir, einige Mitglieder der hiesigen CDU, sind heute zu euch gekommen, weil wir der Meinung sind, dass eure Bereitschaft und Engagement in der Jugendfeuerwehr einen großen Dank verdient. Und wir haben dann innerhalb unserer Fraktion beschlossen, Geld zu sammeln, was wir euch heute überreichen wollen. Weil Geld kann man immer gebrauchen, gerade nach Corona-Zeiten. Und wir haben einen erklecklichen Betrag zusammenbekommen. Zunächst einmal werde ich eurem Tobias einen symbolischen Scheck überreichen, auf dem ihr die gespendete Summe ersehen könnt. Bitte schön. So, nun ist ein symbolischer Scheck nicht mehr als ein Stück Papier und damit könnt ihr wenig anpacken. Deswegen sind in diesem Umschlag 550 Euro, wie da drauf steht. Und wenn Tobias das aufmacht, dann kann er euch mal so ein wenig mit dem Geld rumwedeln. Fangt was damit an, ihr könnt sicherlich für das eine oder andere immer was gebrauchen und vielen Dank für eure Mitwirkung hier in der Freiwilligen Feuerwehr. Herzlichen Dank. Also das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Summe. Ich hatte Andrea ja schon mal getroffen und sie sagte, da ist eine schöne Summe zusammengekommen. Ich kann sagen, ja, es ist wirklich eine super, super tolle Summe zusammengekommen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben auch schon überlegt, was wir damit machen. Und zwar wollen wir in diesem Jahr wieder zu unseren Freunden nach Muschenheim aufs Zeltlager fahren im August. Und ja, damit das für alle ein bisschen erträglicher ist von einem Unkostenbeitrag, wollen wir das gerne verwenden und das damit dann einsetzen, dass wir davon dann tolle Tage erleben können. Viel Spaß! Also ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die tolle Idee bedanken, gerade die Jugendfeuerwehr zu berücksichtigen. Ich freue mich, dass die CDU Garding Futjes gebacken hat in der Altstadt und richtig geschwitzt hat dabei. Es sind viele Leute gekommen, die die leckeren Futjes auch essen wollten. Und ich finde toll, dass diese Idee dabei rausgekommen ist, nämlich für euch, die Jugendfeuerwehr, das Geld zu spenden. Das war auch Sinn und Zweck der Sache von Anfang an. So hat das die CDU vereinbart und das finde ich richtig super. Denn ihr habt euch etwas ausgesucht. Die Jugendfeuerwehr, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ihr seid jetzt in der Jugendfeuerwehr, jetzt lernt ihr alles, was ihr braucht, um hinterher Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen zu sein. Und das ist ein hoch ehrenwertes Ehrenamt. Das kann man ruhig so doppelt gemoppelt sagen. Besser geht's nicht, mehr geht nicht, sich in den Dienst von Menschen zu stellen und das schon in so jungen Jahren. Das finde ich ganz, ganz toll und ich ziehe ganz tief meinen Hut vor euch und freue mich, dass ihr auch so viele seid hier bei uns in Garding, die in der Jugendfeuerwehr sind. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß immer daran und ganz viel Freude. Die dürft ihr nie vergessen. Bei allem lernen, was ihr müsst bei den Übungsabenden. Und deswegen kommt euch das vielleicht gerade gut gelegen. Die 550 Euro, die könnt ihr bestimmt gut auf den Kopf hauen. Und das habt ihr euch auch alle verdient. Vielen Dank.